So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Heute geht's hier zack 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 rein. Oh, das letzte Auto, Viper. Ja, wir nehmen jetzt mal einen One, den haben wir im letzten Part mal direkt außen vor gelassen. Hab ich gewusst, dass wir das hier machen. Ja, Rennen, Exoten, 7 Uhr schön in der Früh für die Frühaufsteher. Und so, und so, und so. Gold, Silber, Bronze, erster, zweiter, dritter und so weiter. Bla bla bla, brauche ich alles nicht erklären. Wissen wir. Wenn wir nach 27 Parts noch nicht wissen, wie viel Kopfgeld wir kriegen, dann ist da irgendwas schiefgelaufen bei uns. So, Feuer. Das Auto sieht voll plattgedrückt aus. Ja, erstmal in die Wand. Kostet ja nichts, das Auto. Fast nicht. Meinen Sie wohl, hä? Kumpel. Heute nicht, heute nicht. Heute bin ich in Topform. Oder auch nicht. Ja, danke. Schieb mich an, wenn du nichts vorhast. Alter, finde ich die Karre ab von dem. Oh shit, aber ich habe mehr Nitro. Bei 330 macht halt auch mal so eine Viper schlapp. Wenn wir erstmal den sechsten Gang schalten. Nein, Spaß natürlich nicht. Ja, okay, das war eine behinderte Kurve. Bisschen zu arg spitz. Sag mal, die Musik ist heute so laut. Das bilde ich mir doch nicht nur ein, oder? Aber eingestellt habe ich eigentlich nichts anderes. Aha. Da hängen wir uns mal wieder an den dran. Was machst du denn hier? Höchstgeschwindigkeit 355. Oha, alter Finne. Flashy takes the Volvo. Ja, Flashy nimmt die Wand mit. Scheiße, ich hab gar nicht drum. Kommt nur so ein feuchter Schiss hinten raus. Mehr nicht. Also, sieht gut aus für uns. Kilometer noch. Wir schön hier mit Vollgas im Begrenzer. Ja Gott, noch nicht ganz im Begrenzer. Aber trotzdem, siebter Gang, 355. Da geht was. Ja, passt. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Oh, 48. Ja, zwei neue Belohnungen. Top. Fahndungsstufe und Auto. Was auch sonst, ja. Aston Martin auf der Three Points Road. Gesetzloser 2, Fahndungsstufe 12. Und den neuen Wagen, den wir erhalten haben, ist die Viper, oder? Nee. Doch, Dodge Viper SRT 10 ACR. Brutal. 100.000. Das ist krank. Was die kann, kosten einfach fast nichts im Vergleich zu den anderen. So, hier. Hot Pursuit. Wir sollen uns hier ein Auto suchen. Was kommt da noch? Zonda. Reventor nur noch 77.000. Aha. Nehmen wir mal den. Ja, nehmen. Passt soweit. Ist halt ein verdammt langes Rennen, da hätte man vielleicht ein Bentley nehmen können. Scheiße. Wollen wir gleich merken.
ob wir falsch liegen mit der Autowahl. Mit natürlich auch die Viper nehmen könnt. 23,3 Kilometer ist halt auch nicht gerade viel. Fast nicht, nee. Ach, wir sind nur zu viert heute. Der spielt einfach mal direkt nahe. Wir dürfen halt nicht zu viel crashen, auch nicht gegen die Wand oder gegen Gegner. Alter, was war das? Boah, ich fahre eine Scheiße zusammen. So, jetzt gehen wir mal wieder wegen Stoff. Ohne wo dagegen zu fahren, bitte? Ich bin noch nicht im Wald. Fuck! Was mache ich denn schon wieder? Was tut es? Mist. Ja. So. Musste sein. Weg mit ihnen. Neuen Job suchen. Dasselbe gilt auch für dich. Du kannst erstmal neue Reifen holen gehen, bitte. Fuck, fuck, fuck. Ich hab gedacht, da kommt eine Wand. Und die kam erst danach. Gut, gut gemacht, Flashy. Oh Mann, ey. Ich fahr schon wieder was zusammen, das ist ja nicht mehr schön. Wo ist er denn jetzt? Er ist hinter Heli. Ja, ja. Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgebremst. Natürlich nicht. Ach, da bist du ja wieder. Oh Mann, ey. Was ich zusammenverheult. Es sieht zwar gut aus. Selber schuld, wenn du da ein Nagelband hinlegst. Oh nein, eine Bugatti als Cop. Spitzenmäßig. Fuck, warum fahre ich hier jedes Mal rein? Ich weiß doch, dass es mir nichts bringt. Ah, da, Straßensperre. Und der Heli ist weg. Mann, ich habe das nicht gesehen, ich habe nur das Vordere gesehen.
Nein, warum auf den denn ausgerechnet? Oh, scheiße. Ich drücke immer die falsche Taste, das ist so blöd. Weil nach rechts... Gott, das Auto ist schon so fertig. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, immerhin wieder einen kaputt gemacht. Bringt wieder Kopfgeld. Den schaffen wir vielleicht auch noch zu zerstören. Glück gehabt, dass wir noch durchkommen sind. Aber die zwei hätte man schon noch ganz zerstört. Das wäre schon gut gewesen. Drei neue Belohnungen. Das sieht auch vielversprechend aus. Und was wäre das denn? Neue Serie? Was gibt's denn noch für eine neue Serie, bitte? Ach, die Bugatti-Serie und das alles haben wir ja noch. Königsegg oder was? McLaren? Oh, verdammt. Jetzt weiß ich, die Hyper-Events. Jetzt weiß ich auch, warum wir noch so viel zu tun haben. Wir haben das alles noch gar nicht freigeschalten. Der Pagani Zonda Cinque Roadster. Der exklusivste Roadster der Welt. Und noch einen neuen Wagen. Ja, nochmal den Pagani. Ja, ist klar. In der Need for Speed Edition. Passt. Sieht eigentlich auch wieder gut aus. Kann man nicht sagen. Wieder ein Hot Pursuit. Ein Bugatti. Ja, dann nehmen wir rot-schwarz einfach. Ist egal, jetzt gibt's 15.000 Kopfgeld. Weil es jetzt halt wieder die Hyper-Series ist. Okay. Wie lang ist das Rennen? 22 Kilometer. Geht noch. Mit dem Bugatti, nur mit Bugattis. Wenn du Zeit aufhörst, Kumpel. Verdächtiger ist zur Busbaustelle gefahren. Aha. Cool. Wie hätte ich hier rauskommen sollen? Auf der rechten Seite. Schön. Abgelaufenes Ladeband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Toll. Cool, wie ich sie einfach voll liegen lasse. Yes, wenigstens habe ich echt den richtigen jetzt halt erwischt. Hast schon recht. Ich mache Nagelbänder, ja, richtig, nicht ihr. Hat wohl absolut gar nichts gebracht.
Außer, dass ihr vielleicht eure eigenen Kollegen hier wieder aufhaltet. Aha, bitte Genehmigung um EMP. Ja, der Helikopter ist frei. Fuck. Alter, wie viel sind denn das noch? Oder schon wieder, wie auch immer. Ach, das sind die gleichen, die werden bloß vorgesetzt, glaube ich. Steuersenders hier, okay. Das wird dann immer so leise, alles, und das Auto wird so krass laut. Ich bin noch gar nicht in den Tunnel gefahren. Jetzt halt erst. Toll. Okay, Kopf zerstört. Und hey, cool, mich hat das Nagelmann nicht mal mehr. Gecrashed, ich bin noch mit Absicht nicht reingefahren. Nein, bin ich nicht. Jetzt sieht es zwar langsam echt scheiße für uns aus. So zum Kotzen. Nein, ey, das gibt's nicht, ich sehe die immer nicht. Jetzt haben wir schon einen kritischen Schaden mit Sicherheit. Nagelmann zerstört. Ich hab gedacht, vielleicht hatte ich noch es geschafft, einen zu zerstören. Gold erhalten. Ja, was anderes wäre jetzt auch schlecht. Yes, neue Belohnung und zwar den Königseck CCXR Edition. Saumäßig geil. Die ultimative Edition. Hm? Ja, würde ich auch mal unterschreiben. Spirit of Performance. Das kommt mir schon alles so bekannt vor. Nehmen wir ein Königseck Agera. Ne, nehmen wir ein CCX. Geil. Lapizu, Lazizia. Oder so, keine Ahnung. Duell. Erreicht jetzt also die Ziellinie, um das meiste Kopfgeld zu erhalten. Ja, ist logisch. Wie machen wir das? Wie lang ist das Rennen? 10 Kilometer nur? Okay, geht klar, machen wir. Geil, die Fahrt bisher, der Hammer. Ich habe schon voll viele gesehen, wo Rennspiele so fahren. Boah, das ist glaube ich das letzte, wie ich Autorennen fahren könnte. So kann ich sie fahren oder halt so. Aber bei Need for Speed ist es doch ganz einfach so eigentlich. Ihr wisst ja, bei Gran Turismo fahre ich das anders und mal schauen. Bei Grid 2, das heißt ja nicht mehr Race Driver, werde ich wahrscheinlich auch so fahren wie in Gran Turismo. Bei Race Driver haben sie ja schon alle geflucht. Ja, keine Cockpit-Perspektive, werde ich es mir nicht kaufen. Gut, ist vielleicht schön für mich, dann schaut vielleicht der eine oder andere mal bei mir rein.
und entscheidet sich das vielleicht dann doch noch um. Aber das Spiel wird ja allgemein eh hated von euch. Was ich jetzt nicht verstehe, für mich sieht es bis jetzt recht nice aus. Vorbestellt ist es. Mal schauen, wann das kommt, wann ich dann euch den ersten Partner geben kann. Ich hoffe vielleicht noch am 31. Mai, wenn nicht spätestens am 1. Juni. Aber das ist jetzt ja noch ziemlich weit vorgegriffen. Ist ja noch lange hin. Da haben die meisten von euch eh frei wahrscheinlich in der Zeit. Es müsste doch Pfingstferien sein oder so? Nee. Pfingstferien, keine Ahnung. Nee, Pfingstferien waren das. Ja. Keine Ahnung, was das für Ferien sind. Halt irgendwelche Ferien. ...391 ins Ziel neige. Geschossen. Geschießt. 2 Minuten 5. Es passt. Aha. Schön, was da jetzt auch immer aufblinkt hat. Bald haben wir 1 Million in Kopfgeld. Ach, das ist gleich das nächste. Zeitfahren. 1000 Pferde. Zähm mich mit links. Es gibt bloß in Carbon. Carbon Fiber. Carbon Fiber. Fiberglas ist das Carbon, glaube ich. Und jetzt kommt das Auto und dann machen wir gleich abbrechen. Genau. 14 Kilometer oder was? Ja, ist ja gar nichts. Okay, aber 2,50 ist halt dann eben auch gar nichts. Hallo, gib mir bitte Licht. Ich sehe doch hier nichts. Boah, das Auto geht voll echt richtig krank ab. Boah, das ist mir fast schon zu schnell, ey. Das Auto ist halt auch nicht gerade alltagstauglich. Wenn du so anschaust, was du hinten raus siehst, wahrscheinlich ungefähr nichts. Und bei dem Preis kannst du dich auch drauf verlassen, du hast keine Rückfahrkamera. Geschweige denn wahrscheinlich Klima, Navi oder Radio. Weil das ist ja alles Gewicht. Unnötiges Gewicht. Schön, wie die Abkürzung jetzt plötzlich immer frei ist. Oder ich habe sie sonst einfach immer übersehen. Das kann natürlich auch sein. Oder ich bin einfach wie vorhin oder im letzten Part davon ausgegangen, dass es halt eben eh zu ist. Zu ist. Gut, was heißt zu? Das ist ja nicht versperrt. Das ist ja einfach nur eine Lichtbarrikade. Okay, 50 Sekunden, 4 Kilometer. Das wird voll richtig krass, knapp. Oh, du zeig halt mal, was du kannst. 400 fahren bitte oder so. Fuck. Das war, glaube ich, keine schlaue Abkürzung. Vor allem nicht, wenn man gegen die Wand fährt die ganze Zeit. Scheiße, scheiße, scheiße. 1 Kilometer. 10 Sekunden. Oh, Freunde, das wird knapp. Okay, 4 Sekunden oder 3,5 oder sowas in der Art. Passt, perfekt. Neuer Wagen. Da-da-da. Lamborghini Reventon Roadster. Bam. Geiles Geschoss. Den haben wir noch gar nicht gefahren, auch nicht als Cop. Weil den haben wir am Ende
Am Ende ja erst bekommen. Weil wir müssten jetzt halt, jetzt sind wir 12 an, ziemlich weit, und hier sind wir 12 am Anfang. Also wir haben sie zwar Kopf schon überholt, aber sind ja trotzdem noch nicht so weit. Faster than light. So ein Spiel. Nein, wo ist der Ding? Nehmen wir wieder die. Ja, sag, wir können jetzt in Reventon fahren. Mann! Nicht. Toll. Auf 23 Kilometer, das geht ja schnell mit den Autos. Oh, 8 Gegner. Beziehungsweise 7 Gegner, mit mir 8. Aber was für Geschosse. Aber das Spiel ist im Prinzip nicht wirklich schwerer geworden. Im Gegensatz zum Anfang. Gut, die Autos sind schneller geworden. Und alles, aber irgendwie im Prinzip, es wurde nicht viel schwerer. Wir haben jetzt genauso Probleme wie am Anfang, und eigentlich nennt sich das nicht Probleme, das sind halt ein paar Dummheiten von mir und meiner fahrerischen Klasse. Jetzt könnt ihr mal aufhören, mich die ganze Zeit hier anzurumpeln. So, einen satten Drift mit 300 hingleich, dann Nitro. Das ist aber so geil, ich bin dauerhaft auf Gas, selbst beim Driften, ne? Ich drück zwar immer auf die... Bist du behindert? Auf die Bremse? Aber geht davon anscheinend nie vom Gas. Warum sollte ich denn? Die Karre schürt und schürt und schürt. Die kennt kein Ende. Vor allem noch sechster Gang. Er wird wahrscheinlich noch einen siebten haben, obwohl... Ich denke, na, dass es noch einen siebten hat. Ah, ich weiß es einfach nicht. Das kannst du halt hier auf der Strecke auch einfach nicht ausprobieren. Ups. Und gut, die Gegner, die hängen einem zwar jetzt halt hinten dran. Aber ist ja nicht so, dass sie uns... Upsala, stressen. Ich hab den gerade angeschaut, weil der so raucht. Schon fünfter Gang geht bis 314 ungefähr. Fünfter Gang geht bis 314, habe ich jetzt gesagt, oder? Ja, aber ich habe mir jetzt gerade eingebildet, ich habe gesagt, dritter Gang geht bis 314. Bei 370 schaltet er auf jeden Fall noch nicht hoch. Beziehungsweise ist es noch nicht an der Grenze. Dasselbe. Falls einer weiß, wie schnell die Karre fährt in dem Spiel. In echt ist mir nicht so wichtig. Ist mir nicht so egal. Ist mir nicht so wichtig natürlich. Weil das hilft mir nichts. Ich möchte halt wissen, was die Karte in dem Spiel läuft. Falls immer einer schon ausgefahren hat, beziehungsweise bis zu dem Aufblinker von Höchstgeschwindigkeit. Oh, ja, scheiße. Fuck! Voll übers Grundstück, und das so kurz vorm Ziel. Nach 6 Kilometern auch, ja gut. Bitte gehen Sie aus dem Weg. ...200 Nitro-Anzeigen aufgefüllt. Oha. Ist jetzt auch nicht so wenig. So, da müssen wir aber mal an den rankommen. Wir haben eine Sekunde Rückstand gehabt.
Alter, fuck, was ist denn mit dem los? Das ist nur eine schwule, lahme Bugatti. Ich trifft die einfach zu verkehrt, aber geben wir mal Nitro. So, jetzt hat 1 Kilometer noch. Ja, das dürft's gewesen sein, genau. Passt. Das passt. Das passt. Puh, 4 Minuten 40. Und das hat uns wieder über die 30 Minuten Folgenlänge katapultiert. Wir sind neues Gesetzloser 3. Haben die Fahndungsstufe darauf erhöht. Steht ja immer gleich unten. Dort ist mir aufgefallen. Und ja, die Bugatti Veyron 16.4 Gross Sport. Haben wir als neuen Wagen erhalten. Tolles Auto. Ein Roadster hat die modernsten Sportwagenmerkmale. Keine Ahnung. Ja, das war's schon wieder für heute, meine Freunde. Ich danke euch recht, recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.